ようこそ、ケンアデベユニバース。Yo, was geht Leute, King ADB ist am Start. Heute geht es um Theorie TV Milliosas Video mit dem Titel Die schnellsten Charaktere aus Naruto. Meiner Meinung nach hat er einige Fehler im Video gemacht und darüber würde ich gerne sprechen. Das Video soll ihn in keiner Weise beleidigen oder so, ich will nur über mein Lieblingsanime quatschen. Bevor das Video startet, solltet ihr euch das Video von ihm angucken, um dieses Video gucken zu können. Let's get it! Das Video heißt Die schnellsten Charaktere aus Naruto. Was versteht man darunter? In dem Kontext geht es um Naruto, also um Ninjas, die gegeneinander kämpfen. In solchen Kämpfen ist plump gesagt die Kampfgeschwindigkeit am wichtigsten, also wie schnell ein Charakter kämpfen kann. Und so kommen wir auch schon zum ersten Problem des Videos. Das Video ist nicht klar definiert. Wie eben gesagt, würden die meisten bei so einem Video denken, dass die Kampfgeschwindigkeit gemeint ist. Aber im Video muss man feststellen, dass es nicht so ist. Das merkt man sofort, wenn man sich die Liste anguckt und Zetsu darin vorfindet. Zetsu ist zwar nicht übelst langsam, da er irgendwie mit Kaisen Naruto mithalten konnte, rein von der Schnelligkeit her, aber er ist nicht auf dem Level, wo man sagen könnte, er hält mit den schnellsten Charakteren im Naruto-Universum mit. Warum ist dann Zetsu auf der Liste? Diese Antwort findet man in den Kommentaren. Da sagt er, es geht hier wirklich um die Schnelligkeit, wie schnell von A nach B, also die gemessene Zeit. Es ist völlig egal, welche Distanz hingelegt wurde. Als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, warum sagst du das nicht im Video? Jeder, der auf so ein Video klickt, würde denken, du meinst die normale Kampfgeschwindigkeit. Aber wenn du was anderes meinst, müsste man das im Video sagen. Zetsus Fähigkeit, sich zu teleportieren, kann man nicht mit Kampfgeschwindigkeit gleichsetzen. Zetsu würde natürlich ab einer gewissen Distanz schneller von Punkt A nach B kommen als die meisten Naruto-Charaktere. Aber im Kampf ist es nicht nützlich, weil die Teleportation von ihm langsam ist. Es ist höchstens nützlich, um zu entkommen. Das Video müsste heißen, die besten Raumzeit-Jutsus oder die schnellsten Raumzeit-Jutsus, da wie man sehen kann, sehr viele Charaktere eine Raumzeittechnik haben in der Top-Liste. Also wären folgende Charaktere nicht in der Liste: Shisui, Mitsuki, Ai, Gai und Naruto. Diese Charaktere haben kein Raumzeit-Jutsu. Es ist wichtig klar zu definieren, wo das Video hin soll. Im Fall von diesem Video war es für den Zuschauer nicht klar definiert oder nur schwer erkennbar. Und um ehrlich zu sein, weiß ich immer noch nicht ganz genau, was er mit diesem Video erreichen wollte. Das zweite Problem wäre, dass Madara nicht in der Liste ist und dass er behauptet, Mitsuki sei schneller als Madara. Warum ist Naruto in der Liste? Denn die Begründung war, dass er Aas Schlag auswich, als er in seiner KCM-Form war. Bist du da nicht ein Charakter, der gegen ein Six-Pass Naruto mithalten konnte, einen viel stärkeren und schnelleren Naruto als die KCM, safe in der Liste sein? Dieser Charakter ist Madara. Ist es wirklich nicht logisch, dass Six-Pass Madara hätte dasselbe machen können wie KCM Naruto? Zumal Madara die 5 Kage auseinandergenommen hat, ohne ansatzweise ernst gemacht zu haben, da wo A drin ist. Um deine Frage zu beantworten, warum Madara sich schneller als Mitsuki bewegt hat, es gibt generell sehr viele Momente davon, wenn man einfach nur betrachtet, mit wem er sich alles einen Kampf geliefert hat. Aber here we go. Erstens, als er auf Tsunade und Aas Attacke reagierte, als Mabui sie mit Lichtgeschwindigkeit teleportierte. Zweitens, generell seine Kampfgeschwindigkeit. Er kann mit Six-Pass Naruto mithalten, derselbe Naruto, der Aas gewichen ist. Allein das sagt schon, dass Madara schneller als KCM Naruto ist, da er mit Six-Pass Naruto mithalten konnte. Drittens, sein Jutsu Ranton Koga, was sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt. Kommen wir zur Mitsuki-Szene, wo er Orochimaru die Schriftrolle entbindete. Ja, Mitsuki ist sehr schnell in dieser Szene, aber wie schnell ist er wirklich? In dem Fall hat er Orochimaru überrannt und Orochimaru ist nicht bekannt dafür, sehr schnell zu sein. Was ist dann daran besonders, einen mittelmäßig schnellen Charakter zu überrennen? Ich meine, hätte er Naruto überrannt, dann wäre es was anderes, aber Orochimaru? Rein von der Schnelligkeit her kann man Orochimaru mit Hiruzen vergleichen und Hiruzen kann man mit einem geschwächten Hashirama vergleichen. Hashirama wiederum hatte keine Chance gegen den wiederbelebten Madara. Ein Madara, der viel langsamer ist als der Six-Pass Madara. Also kann man daraus schlussfolgern, dass Mitsuki in dem Moment lediglich viel schneller als Orochimaru war. Das heißt nicht, dass er auch schneller als Madara ist oder eine nennenswerte Geschwindigkeit von Punkt A nach B hingelegt hat. Die haben auch nicht im Anime gesagt, wie schnell das war, sonst wäre das wieder was anderes, wenn die zum Beispiel gesagt hätten, in dieser Form bewegt sich Mitsuki mit Lichtgeschwindigkeit. Das haben die aber nicht gesagt, es war einfach nur viel schneller als Orochimaru, was nichts Besonderes ist. Bis jetzt hat Mitsuki nie gezeigt, dass er gegen schnellere Charaktere im Eremit-Modus mithalten kann. Deshalb ist es fragwürdig, warum er auf dieser Liste ist. Würden wir Orochimaru mit Madara wechseln, hätte er zu 100% die Schriftrolle nicht bekommen. Nur weil es im Anime schnell aussieht und innerhalb weniger Sekunden passiert, heißt es nicht, dass es auch so ist. Man sollte immer alles in Relation setzen, gegebenenfalls Dinge vergleichen und das jeweilige Szenario betrachten. Zumal man die Six-Pass-Charaktere mit normalen Charakteren wie Mitsuki vergleichen sollte. Six-Pass-Charakteren sind den Nicht-Six-Pass-Charakteren in den meisten Fällen in allen überlegen und das mit Abstand.
Es gibt keine Szene, wo Madaras Schnelligkeit so animiert wurde wie die von Mizuki, aber es ist offensichtlich, dass Madara schneller ist. In dem Moment wollte das Animationsstudio einfach nur Mizukis neue Form vorstellen und das so geil wie möglich machen. Wenn die Madara auch nur mit einem Hauch seiner wahren Geschwindigkeit animieren würden, würde er nur so solche Sprints ziehen wie Mizuki. Aber dann würde jeder Kampf um einiges kürzer sein und das will ja keiner. Deshalb sollte man sich nicht immer auf die Animation konzentrieren, da sie in den meisten Fällen nicht die wahre Schnelligkeit wiedergibt. Ich meine, manche Charaktere bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit, aber es wird nicht Lichtgeschwindigkeit animiert, sonst würden wir das nicht sehen können. Das dritte Problem ist Sasukes und Kaguyas Standing in der Liste. Im Naruto-Universum sind Ninjas, die das Six-Pack-Chakra haben, den anderen Charakteren, die es nicht besitzen, in allem überlegen. Sie sind schneller und stärker, haben absurdere Chakra-Reserven etc. pp. Es gibt einen Grund, warum nur Naruto und Sasuke gegen Madara gekämpft haben. Die anderen konnten einfach nicht mit der letzten Form von Madara mithalten. Wenn man also Charaktere nebeneinander stellt, die ungefähr dieselben Fähigkeiten haben, in dem Fall Raumzeit-Ninjutsus, aber der eine ein Six-Pack-Charakter ist und der andere nicht, dann ist es offensichtlich, wer den Vorrang haben sollte. Im Video sagt Theorie von Milieu, dass das Sasuke sein Amino Tijikara noch nicht richtig kontrollieren kann, wenn es ums Dimensionsreisen geht und wenn er es könnte auf Platz 1 wäre. Sasuke hat in Boruto alle seine Fähigkeiten schon gemeistert. In Boruto ist Sasuke 33 Jahre alt, also sind ca. 16 Jahre vergangen und in dieser Zeit hat er seine Fähigkeiten verbessert. Er war immer auf Zack und hat Missionen für Konoha ausgeführt. Außerdem hatte er schon gegen Kinshiki in Kaguyas Palast gekämpft, also kann er seine Fähigkeiten perfekt nutzen, da er problemlos dorthin kam. Wahrscheinlich hat er gedacht, dass Sasuke es nicht richtig kontrollieren konnte, weil als er von Kichiki abgehauen ist, in die Sanddimension geflohen ist, anstatt zurück zur Erde. Darüber könnte man diskutieren, aber für mich sah das einfach so aus, als ob er einfach schnell weg wollte. Wahrscheinlich war die Sanddimension am nächsten oder so, da er vorher in Kaguyas Palast war. Außerdem ist das 16 Jahre nach Shippuden. Warum sollte er nicht seine Kräfte perfekt drauf haben? Am Ende des Tages ist Sasuke ein Uchiha, ein sehr intelligenter Ninja und gehört zu den stärksten Naruto-Universum. Es ist einfach wahrscheinlicher, dass Sasuke nur schnell abhauen wollte, als zu argumentieren, dass er seine Kräfte nicht richtig drauf hat. Kommen wir zu Kaguya. Im Video meinte er, Kaguya wäre etwas langsam, wenn sie sich selbst teleportiert. Das ist dasselbe wie die Sache mit Mizuki. Man sollte sich nicht allzu sehr auf die Animation verlassen. Um euch zu beschreiben, wie absurd schnell Kaguya ist, müsst ihr euch nur die Szene hervorrufen, wo sie hinter Naruto und Sasuke auftaucht. Ein Naruto, der Lebewesen spüren kann, die in einer separaten Dimension existieren, also ich rede über Limbo, kann nicht spüren, wenn Kaguya hinter sie auftaucht. Ist derjenige, ungeachtet der Animation, der sich an Sasuke und Naruto anschleichen kann, langsam? Nein, offensichtlich nicht. Es hat zwar für uns langsam ausgesehen, aber in echt war das so schnell, dass nicht mal Naruto und Sasuke reagieren konnten. Später hat sie sogar Sasuke von Naruto getrennt, da konnte Sasuke auch nicht auf Kaguya reagieren. Kaguya ist also keineswegs langsam. Kommen wir zum vierten und letzten Problem. Auf den ersten Platz der schnellsten Charaktere aus Naruto hat er die Fähigkeit Kamui getan, da Kakashi das Knochenjutsu von Kaguya durch sich hindurchgleiten lassen hat. Das Knochenjutsu war extrem schnell, aber was er außer Acht gelassen hat, ist, dass Kakashi sich darauf vorbereiten konnte, da erstens Kaguya etwas weiter entfernt war und zweitens der Knochen an Schnelligkeit verlor, als es auf den massiven Schutz von Susanoo traf. Das ist so, als ob einer eine Waffe auf euch richtet und ihr der Kugel knapp ausweicht, weil der Gegenüber erstmal geladen hat und etwas weiter vor euch stand. Dadurch, dass er etwas weiter wegstand und geladen hat, konntet ihr euch so vorbereiten, der Kugel so auszuweichen. Also ist der Knochen schon mal nicht so schnell, wie er abgefeuert wurde. Selbst wenn Kakashi dem Knochen in nächster Nähe entkommen wäre, ist es fraglich zu behaupten, dass es ihn zum schnellsten Naruto-Charakter macht. Er kommt höchstens auf ein Level von Naruto und Sasuke rein von der Schnelligkeit her. Man muss auch beachten, dass als Obito ihm seine Mangekyo-Sharingans gab, er ihm nicht nur die Augen gab, sondern auch sein restliches Six-Pack-Chakra. Was dazu führte, dass seine Fähigkeiten, wie man sehen konnte, erheblich geboostet wurden. Also durch das Six-Pack-Chakra konnte er sie mit dem Kamui Raikiri überhaupt überrennen, in dem Fall überfliegen und sie verletzen. Außerdem sagt der Obitos Kamui konterte Kaguyas Raumzeit-Jutsu wie nichts. Das würde ich nicht so formulieren. Er hat es Obito nur mit Sakuras Hilfe geschafft und das mit mehreren Versuchen. Auch hatte er noch sein Six-Pack-Chakra, was ihm sowas überhaupt ermöglicht hat. Man hat auch gesehen, dass das Kamui ihn sehr viel Chakra gekostet hat und sehr anstrengend war. Obito hat Sakuras Raumzeitjutsu gecountert, aber es war nicht einfach für ihn. Ich stimme Ihnen in dem Punkt zu, dass wenn Obito beide Augen von Anfang an hätte, es ziemlich OP gewesen wäre. Aber wie effektiv diese Fähigkeiten gegen einen Six-Pack-Charakter sind, ist nochmal eine andere Diskussion. Jo, das war's mit dem Video. Ich bin nicht auf alle Fehler im Video eingegangen. Wenn ihr ein paar zusehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare und abonniert meinen Kanal. Wie ist eure Meinung zu der ganzen Problematik? Schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da und schaltet die Glocke ein. Schreibt in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Demnächst gibt es wieder Charakterprofile. Diesmal nehme ich mir das Dragon Ball Universum vor. Son Goku, Whis oder Beerus, ihr entscheidet. Und falls ihr neu auf den Kanal und bis hierhin gekommen seid, warum bleibt ihr da nicht für immer, indem ihr ein Abo da lasst?
Nun sind schon fast 2 Jahre vergangen, nachdem ich dieses Video rausgebracht habe. Aus der Sicht von heute würde ich nichts von meinem Video debunken können. Ich bleibe bei meiner Meinung. Das Einzige, was ich ändern würde, ist meine Mitsuki Orochimaru-Argumentation. Das hätte man besser erklären können. Es geht um den Feed von Mitsuki, wo er Orochimaru geblitzt hat. Das alles war von Orochimaru geplant, um den Sage-Mode von Mitsuki zu aktivieren. Hätte Orochimaru ernst gemacht, hätte Mitsuki auch im Sage-Mode die Rolle nicht bekommen. Wenn doch, müsste man Mitsuki Sage-Mode auf Kage-Level scalen, was für ein Genin absurd ist. Auch habe ich Orochimaru ein bisschen runtergeredet. Ich sagte, dass es nicht krass ist, wenn man ihn blitzt. Im Endeffekt ist Orochimaru ein Elite-Jünger, einer der drei Sennen. Ich meinte eher, im Vergleich zu den Gotti-Charakteren in Naruto ist Orochimaru sehr langsam. Gucken wir uns mal ein paar kritische Kommentare an. Benny sagt: Also mir war es direkt klar, dass bei dem Titel die schnellsten Naruto-Charaktere um die schnellsten Charaktere in Naruto geht. Hi Benny, das war jedem klar. Das Problem ist aber, warum vermischt man Kampfgeschwindigkeit und Raumzeiten in Jutsus? In einem Naruto-Kampf geht es primär um die Kampfgeschwindigkeit. Wenn man ein Video über die schnellsten Naruto-Charaktere macht, geht jeder automatisch davon aus. Wenn man was anderes meint, muss man es klar definieren. Yami sagt: Wenn man Aufmerksamkeit haben will, was geht, stark, dass du jetzt ein Abonnent bist. Lass mich dir und den Leuten, die das kommentiert haben, eine Frage stellen. Worum geht es auf YouTube? Warum gibt es Clickbaits? Weshalb gibt es ein riesiges Analyse-Tool auf YouTube, um zu gucken, wie Videos performen? Um es kurz zusammenzufassen, es geht um Aufmerksamkeit. Jeder auf YouTube will Aufmerksamkeit. Wenn man keine Aufmerksamkeit haben will, warum macht man dann Videos? Ja, ich will Aufmerksamkeit, genau wie jeder andere. Das ist per se nichts Schlechtes. Es ist menschlich. Ingo sagt: Du bist einfach ein Madara-Fanboy, habe ich das Gefühl. Ich soll also ein Madara-Fanboy sein, weil ich mich frage, warum in einem Speed-Level-Ranking von dem ganzen Naruto-Universum Madara nicht vorkommt. Literally einer der schnellsten Charaktere aus Naruto, weil er mit Naruto und Sasuke mithalten konnte. In seiner letzten Form war Madara auch klar stärker als die beiden. Wäre Zetsu nicht gekommen, denke ich nicht, dass Naruto und Sasuke gewonnen hätten. Allein, dass er Shibob Tensis auf Serigne ließ und ganz in Ruhe das Infinite Tsukuyomi launchen konnte, sagt schon alles. Nenn es Madara Fanboy, ich nenne es valide Kritik. Selbst wenn wir nach den Spielregeln von Miyuda spielen, müsste Madara in dieser Liste sein, da er das Sharingan von Kakashi gestohlen hat und auch das Kami benutzen kann. Brot von gestern sagte: Zum ersten Punkt, was hat das damit zu tun, dass das Video falsch ist? Er meint den Punkt, wo ich sagte, dass das Video nicht klar definiert ist. Dieser Punkt ist kein Debunk, sondern eine Kritik an dem Video selber. Wenn man ein Speed-Level-Ranking macht und sagt, dass es um die schnellsten Charaktere geht, geht jeder davon aus, dass es um die Kampfgeschwindigkeit geht. Wenn man was anderes meint, muss man das klar im Video deklarieren, was nicht passiert ist. Der Fakt, dass Kampfgeschwindigkeit und Raumzeit-Jutsus miteinander verglichen werden, macht das Ganze noch verwirrender. BL4 sagte: Sein Video heißt doch die schnellsten Charaktere, nicht die Charaktere, die am schnellsten zuschlagen können oder die Charaktere, die das beste Raumzeitjutsu zu besitzen. Inwiefern definiert Miyudas Titel sein Video? Sein Titel suggeriert, dass es um die normale Kampfgeschwindigkeit geht. Ein Beispiel. Sagen wir, ich mache ein Video über die schnellsten Menschen der Welt, aber in der Liste würden auch Menschen vorkommen, die Autos benutzen oder Hightech benutzen, um sich schneller zu machen. Ist doch unfair. Die Menschen mit dem Auto und Hightech haben viel bessere Chancen zu gewinnen. Als du auf mein imaginäres Video geklickt hast, hast du gedacht, dass es um Menschen geht und nicht Menschen mit Autos oder Hightech. Sowas müsste man dann genau definieren. Das ist dasselbe wie mit Miyudas. Ich habe auf das Video geklickt und dachte mir, okay, es geht um die Kampfgeschwindigkeit, davon geht man standardisiert aus. So wie wenn ich jetzt mit dir rede und davon ausgehe, dass du Deutsch kannst. Das ist einfach Standard. In dem Fall ist zum Beispiel ein Mitsuki ein normaler Mensch und Kakashi mit seinem Kamui ein Mensch im Auto. Deshalb meinte ich auch, dass ich nicht weiß, was er mit dem Video erreichen will, weil man Kampfgeschwindigkeit und Raumzeit-Jutsus in einem Speed-Level-Ranking nur bedingt vergleichen kann. Afghanischer Pizzabote sagt: Ein bisschen unseriös, dass du nur auf die positiven Bewertungen eingehst. Ich bin in dem Video auf kritische Kommentare eingegangen. Kritische Kommentare, die sachlich waren und die meiner Meinung nach valid sind. Generell, ich interagiere in den Kommentaren in der Regel nur bis zu 24 Stunden nach dem Release des Videos. Das habe ich auch schon mehrere Mal in meinem Discord erwähnt. Das kannst du aber nicht wissen. Wenn es gute Debunks gibt und ich den Kommentar sehe, antworte ich auch. Aber 80% der Kommentare habe ich entweder im Video schon begründet oder es sind unsachliche Kommentare. Zumal ich über 100 Videos habe. Ich kann nicht auf alle Kommentare eingehen. Außer ich bin 24/7 auf YouTube, was ich nun mal nicht bin. Dennoch, mit diesem Video ist deine Anregung geklärt. Ich bin nicht auf alle vermeintliche Debunks-Kommentare eingegangen. Wenn ihr alle sehen wollt, dann checkt die Kommentare ab. Es sind nicht viele, nur 100 oder so. Es ist offensichtlich und bekannt in der deutschen Powerscaler-Community, dass Miyudas in seinen Powerscaler-Videos umstritten ist. Das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist, dass nicht genügend darauf eingegangen wird. Ich würde gerne ein Video von Miyudas sehen, wo er auf die Kritiker eingeht. Das ist einfach Teil des Powerscalings. Man debunkt und ein anderer debunkt dein Debunk. Das ist normal und hat nichts mit Hate zu tun. Ich halte mich nicht für den Powerscaler-Messias. Ich mache auch
Fehler, aber ich versuche so gut wie möglich in den Diskurs mit anderen Leuten zu kommen und höre mir gerne andere Standpunkte an. Schreibt mir eure Meinung zu meinem und Miliodas Video in die Kommentare. Ihr könnt jetzt Mitglied werden auf meinem Kanal, der Minus-Rang dient nur der Unterstützung, der Ajoha-Rang bietet einen Anime-Podcast und der Vastrolorde-Rang enthält dasselbe, nur dass ihr auch Zugriff auf meine Skript habt. Wir sehen uns, Jane!